Wie aber waren die Bogentechniken vor Beethovens Zeit? Wir müssen es wissen, um das volle Ausdrucksspektrum, das sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts aus den beiden musikalischen Grundformen Tanz und Gesang entwickelt hatte, zu kennen. Der Schwerpunkt an der Spitze des Bogens war seit dem 11. Jahrhundert, als die Streichinstrumente aus Kleinasien in das zentrale Europa kamen, der alle Technik bestimmende Faktor. Dabei entwickelte sich eine hohe Artikulationskunst, die vom Nuancenreichtum der Attacke lebte. Wie heute wurden immer beide Spielarten, die des Obergriffs wie des Untergriffs, praktiziert.
Das war eine Canzone des italienischen Meisters Girolamo Frescobaldi, in Rom im Jahr 1620 komponiert. Sie ist eines der frühesten erhaltenen Werke für den Konzertanten Basso, damals in Italien, Flamen und Deutschland ein fünf- oder sechsseitiger Violone. Blicken wir nach Deutschland, zu Karl Friedrich Abel, einem bedeutenden Komponisten und Violinisten der Zeit Johann Sebastian Bachs. Er schrieb für sein Instrument eine dreisitzige Solosonate. Diese vermittelt uns ein Bild der hauptsächlichen Techniken des barocken Bogens, also des konvexen Modells. Hört den zweiten und den dritten Satz, das Allegro und das Minuetto. Es ist Originalmusik für den Violone aus der Zeit um das Jahr 1745. Zwei Beispiele aus Johann Sebastian Bachs Orchestermusik sollen zeigen, wie wir mit unserem modernen Bogen in barocker Art spielen können. Im Allegro des dritten Brandenburgischen Konzertes ein filigranes Staccato im Detaché, hier noch mit dem Barockbogen. Und im Vergleich hierzu mit unserem modernen Bogen, wobei wir am leichtesten Punkt spielen müssen. Wunderschön ist die begleitende Stimme im zweiten Satz von Johann Sebastian Bachs Violinkonzert in E-Dur, worin der Kontrabass eine Aufgabe hoher Präsenz zu erfüllen hat. Für diese gibt es mehrere mögliche Strichkombinationen, von denen die meiner Erfahrung nach beste nun demonstriert werden soll.